Das wird heute noch ein wunderbarer Tag hier auf Waldurlaubpartie im Buschkräfteareal, aber jetzt ist die Sonne noch nicht da und es ist noch kühl. Und im Schlafsack wäre es jetzt einfach nicht so nett, weil man drin nicht sitzen kann. Und dafür gibt es Decken. Und mich erreicht in den letzten Tagen, ich weiß zwar nicht warum, aber es ist so, die Frage Wolldecke oder Fließdecke. Und ich habe schon viel über Wolldecken erzählt, aber wenig über Fließdecken. Und ich mag das einmal ein bisschen vergleichen und wenn ihr das interessiert, bleibt dran. Ja, hallo und willkommen, das ist der Rainer Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Das hier ist eine Fließdecke, ein relativ dickes, festes Vlies. Die ist von Miltec. Und Miltec muss nicht unbedingt Miltec sein, sondern da gibt es Produkte, die wirklich gut sind, wie zum Beispiel dieses Teil hier, ihr habt da zwei davon. Und der große Vorteil von einer Fließdecke ist, dass sie einfach massiv leichter ist. Sie ist massiv leichter als hier zum Beispiel die Schweizer Decke. Ich meine, dass dieses Video wie immer billige Eigenwerbung ist. Warum? Weil die Produkte es natürlich hier unten gibt. Klick drauf und schau dir an. Das ist ganz klar. Schau mal her. Das hier ist Wolle. Die ist jetzt etwas dicker als diese Fließt. Ja? Und dadurch auch deutlich schwerer. Also du merkst das einfach. Und das bedeutet immer dann, wenn es darum geht, dass du mobil unterwegs bist, bedeutet, dass du im Wald herummarschierst oder aus welchen Gründen auch immer, dann würde ich die Decke vorziehen. Ich schaue mir ja immer sehr gerne am Rainer Rossmann Kanal, gibt es ja auch ein eigenes Video dazu, Flucht an, ne, zum Thema Flucht, oben beim Iglicken. Da rede ich eine halbe Stunde, das musst du aushalten. Und ich schaue mir immer so die aktuellen Fluchtbewegungen an. Ja, und aktuell gibt es ja wieder eine Fluchtbewegung aus Weißrussland über Polen und aktuell ist dort kalt. Da ist das hier, was ich hier im Buschkraftareal jetzt habe, ein Lerchel, wie man in Österreich sagt. Und die haben halt unterschiedlichste Probleme, die Menschen, und eines davon ist natürlich die Kälte. Und jetzt kann man sagen, ich habe mir eine Dokumentation angeschaut, da versucht ein Kurde aus Syrien, ja, versucht, und den haben, ja, ich glaube, das waren deutsche Journalisten begleitet bei seiner Fluchtreise, was eine volle Abzocke ist, aber das ist eine andere Geschichte, also nicht jetzt von den Journalisten, sondern die Abzocke von den Schleppern, aber das ist wieder ein anderes Thema. Und der hat gesagt, ja, nein, er muss sich einen Schlafsack kaufen, weil es ist kalt, ja, ich glaube, Das ist ihm klar, und der wird den dann in Belarus kaufen und der kostet, weiß nicht, $50, hat er gesagt. Da habe ich mir dann gleich einmal gedacht, was wird das für ein Scheißdreck sein? Entschuldige, wenn ich das so in Fäkalsprache ausdrücke, aber das macht es auch wirklich klar. Was muss das für ein Klumpert sein? Was muss das für ein Grafel sein, dass das nur €50 kostet, ein Winterschlafsack? $50, Entschuldigung. Und jetzt kann man sagen, okay, Belarus und so weiter, und die haben auch gute Sachen. Okay, na gut. Aber das war nur so mein erstes Gefühl. Aber vielleicht ist es ein europäisches Preisgefühl, das ich hatte. Und wenn ich mir dann Bilder anschaue, wobei ich, wie gesagt, ich bin ja nicht dabei, und mir anschaue, mit welcher Ausrüstung die Leute dort herumlaufen, dann denke ich mir oft, okay, ihr seid halt klein, und das ist halt einfach so. Die sind dann wahrscheinlich irgendwelche anderen Experten in anderen Bereichen oder sicher sogar, wo ich mit null auskenne. Ja? Und es gibt so viel, wo ich mit null auskenne. Nur, das ist ganz wichtig, dass dann die Ausrüstung passt. Das würde ihnen wahrscheinlich nicht helfen, über den Grenzzaun zu kommen. Das würde ihnen da nicht helfen, das ist schon klar. Und es geht mir auch nicht um Inhalte oder politische Inhalte. Das ist für mich nicht relevant. Ja? Ich bin da kein Experte drin. Nur die Ausrüstung ist einfach massig schlecht. Und dann sitzen die Leute dort bei den Bildern, ja, die mir zur Verfügung stehen, ja? Mit nichts da. Haben einen Schlafsack, der für mich ausschaut wie ein Sommerschlafsack. Der ihnen um $50, zumindest laut dieser Aussage, andreht wird um teures Geld. Das heißt, die werden dort wirklich abgezockt. Das ist eine Abzocke. Die dann eine Decke mithaben, manche kriegen dann, wenn sie gefunden werden von irgendwelchen NGOs oder sonstigen Hilfskräften, Rettungsdecken, da habe ich auch schon einmal ein Video dazu gemacht,
Ah, komm auch unter die Decke, Fuchsi. Habe ich auch schon wieder zugemacht. Aber das ist eine Rettungsdecke, die sie haben, um kurzfristig versorgt zu werden. Aber das ist alles überhaupt nichts. Und daher kann ich es noch, halte ich es noch einmal, ich möchte es noch einmal festhalten. Wenn ich mir so anschaue, was manche Leute in ihre Fluchtrucksäcke packen, die auch sinnvoll sind, die auch unser österreichischer Zivilschutzverband und auch, ich glaube, das heißt Katastrophenschutz in Deutschland oder so irgendwie, ja, empfiehlt, dann schaue ich mir an, was da alles drin ist. Ein großes Messer, ein kleines Messer. Ich meine, verstehe mich bitte nicht falsch. Ja? Ich habe auch viele Messer und ich verkaufe die auch. Also schau dir das an, das ist gar nicht der Punkt. Aber der andere Punkt ist, was hilft mir das alles? Ja? Was hilft mir die zweite Klappsäge als Ersatz für die erste mit einem Ersatzsägeblatt und einem zusätzlichen Feuerstahl, einen kleinen, einen großen und das und dort und da und one is like none. Und das ist natürlich richtig, besonders wenn ich in der Wildnis Alaskas unterwegs bin, dann ist das was anderes, ja, ja, im Langzeitbereich. Aber auf der Flucht sozusagen ist das irrelevant. Und dann ist keine gescheite Ausrüstung gegen die Kälte dabei. Und das sehe ich dort auch bei den Leuten aktuell, die halt über diese belarussische, polnische Grenze in die Europäische Union kommen wollen, genauso. Das sehe ich dort genauso. Also nicht, dass die dort ihre Ausrüstung herzeigen und auf YouTube Star machen oder so irgendetwas, sondern ich sehe einfach, dass die Ausrüstung dafür, um das auch vernünftig durchstehen zu können, ungenügend ist. Massiv ungenügend, weil die Menschen, und das behaupte ich einfach so, die Kälte entweder so fürchten, dass sie sich ihr nicht aussetzen wollen, oder wenn sie sagen, ich setze mich hier aus, sie trotz alledem unterschätzen und sich mit dem Thema Kälte und Kälteschutz nicht ausreichend auseinandersetzen. Und das ist leider so. Und ich bin kein Experte in Kurdistan, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, aber dort gibt es auch kalte Regionen und ich glaube, dass es dort in der Nacht A kalt wird. A bedeutet Kategorie A kalt, also sehr kalt wird. Ich kenne mich aber dort echt nicht aus, das ja, will ich nicht behaupten. Das heißt, ich weiß und ich will mich auch über die jetzt gar nicht lustig machen, das ist nicht meine Absicht, das ist auch nicht der Punkt, sondern der Lernpunkt ist, Kältemanagement ist in unserer gemäßigten Klimazone, in der wir uns befinden und umso weiter ich nördlich komme, umso schwieriger wird es, ja, ist die oberste Priorität für Outdoor-Aktivitäten, okay, ist die oberste Priorität. Messer hin, Messer her, das oder jenes, aber was habe ich an? Ja? Welche Schuhe habe ich an? Ja, das ist das Wichtige. So, das jetzt zu dem. Und jetzt wieder zurück zur Decke. Ich schwafle immer, es tut mir so leid. Es tut mir wirklich leid. Diese Decken sind Gold wert. Die sind wirklich Gold wert. Genauso wie auch der Liner, der Poncho-Liner von der US-Armee, der ist auch Gold wert. Solche Decken sind Gold wert. Die sind nicht vergleichbar mit dieser Rettungsdecke. Die ist für den absoluten Notfall, die ich im Rucksack mit habe, wenn ich lieb wandern gehe oder ein Problem habe oder sonst irgendwie. Ja, muss ja nicht wandern sein, Mountainbiken. Ja. Oder einfach raus mit Rettungsdecke ist einfach eine coole Sache. Wir haben die schon für unterschiedlichste Sachen eingesetzt bei den Trainings, weil es einfach kalt worden ist und wir halt dann die Decken mit eingesetzt haben. Die sind super. Aber wenn ich schon planhaft länger draußen bleibe in kalter Temperatur, also bei kalten Temperaturen, dann muss ich so etwas hier mit einplanen. Und eine Möglichkeit ist zum Beispiel so eine Fließdecke, die sind recht günstig, da gebe ich wie gesagt den Link, die sind super. Also ich kann die von Miltec. Wie gesagt, Miltec ist nicht immer Miltec, die kann ich hundertprozentig empfehlen, die sind super. Schweizer Decken würde ich für Bushcraft, sind die cool und zum Ausprobieren und super und wunderbar und so auf nett, aber wenn ich wirklich auch Meter machen muss und wenn das Gewicht eine Rolle spielt, dann würde ich das hier vorziehen. Dann den Poncho-Liner, den habe ich auch schon einige Mal vorgestellt, auch der ist cool, aber mein absolutes Nonplusultra ist für mich, nur für mich. Das ist eine Decke, ein Schlafsack, ein Poncho, alles in einem. Und zwar, dass die Helikontex Wagroll oben bei mir klicken, unten, wie gesagt, dass das ein Werbevideo ist, so wie immer, das ist ja ganz klar.
weil die kann alles. Die kann ich als Decke verwenden, als Schlafsack-Inlet, als Poncho. Also das ist meiner Meinung nach das, was man mit hat bei kalter Temperatur, wenn man längerfristig draußen sein will oder muss. Plus halt dann die dazugehörigen Schlafsäcke und so weiter. That's it. Wenn du mich jetzt noch fragst, weil vielleicht kommt das dann auch noch, was würdest du wählen für lustig ein Buschkraft-Wochenende machen hier im Buschkraft-Areal zum Beispiel, wo ich mir ein Auto hinfahren kann, dann ein paar hundert Meter gehe, wenn überhaupt, ja. Dann nehme ich mir die mit, weil die einfach lustig ist und cool und die kann auch ein bisschen feuchtelt werden und das ist einfach rustikal und cool. Und wenn das hier die beste Decke aller Zeiten wäre, warum haben es die Armeen dann alle rausgegeben und haben auf andere Technologie gesetzt? Warum? Billiger, weniger Pflege, wärmer vielleicht vom Gewicht her? Möglich, oder? Ich weiß nicht, also das wäre meine letzte Wahl. Dann Fleece und Poncho-Liner relativ gleich, wobei, es ist egal, also am Lagerfeuer nämlich zurückzukommen, am Lagerfeuer ist die hier großartig, weil da die einfach kein Loch reinbrennt. Da brennst du relativ, und auch bei all den anderen drei, die ich da jetzt nenne, einfach ein Loch mit rein. Deswegen beim Bushcraften, das ist der Hintergrund, das ist das Coole. Ja? Aber die hier ist von sich aus, weil sie halt fließiger ist, flauschiger. Aber das ist nur so ein Gefühl, ich habe es nie gemessen, ich kann das nicht messen. Mir kommt vor, dass die Feuchte eher anzieht als der Poncho-Liner. Dafür ist der, wenn der auf die Haut einfach kommt, einfach von sich aus kühler, weil das so glatt ist. Und für mich ist halt das absolute Nonplusultra, also das kostet halt aber auch am meisten, es ist einfach so, das ist die Swagroll von Helicontex. Auch unten den Link. So, das war's. Ich glaube, ich habe die Frage jetzt in einem Redeschwall von 45 Minuten gefühlt beantwortet. Wenn auch du Fragen hast, stell sie gerne an shop@überlebenskunst.at. Ich hoffe, dass wir das Zeug nie brauchen, dass wir das eigentlich nur alles zum Spaß benutzen. Don't be scared, be prepared. Dein Rainer Osmann und ciao, ciao.